Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Soma. So, es geht weiter in der Unterwasser-Apokalypse. So, wie war der aktuelle Stand? Also, der Plan, mit dem Dunbed in den Abgrund zu fahren, ist gescheitert. Ja, das haben wir erlebt. Es ist ja sehr lebendig geworden. Simon und Catherine haben beschlossen, nach Omikron zu gehen und stattdessen die Aufzugsplattform nach unten zu nehmen. Aber Simon muss zuerst einen Weg finden, Theta zu verlassen. So, das ist der aktuelle Stand. Das heißt, wir müssen jetzt einen Fluchtweg aus der Station finden, ne? Und das könnte aufregend werden, habe ich so das Gefühl. Also lassen wir uns mal überraschen. Ja, es ist jetzt auch längere Zeit ziemlich ruhig gewesen, deswegen denke ich mal, dass das nicht so bleiben muss. Also es könnte durchaus sein, dass es jetzt spannend wird. So, komm, nun lad mal ein bisschen schneller. Ich bin schon ganz aufgeregt. So. Ja. Ich glaube, in diesem Raum waren wir ja soweit auch fertig, ne? Hier ist nochmal der Plan. Shuttle nach Omikron nehmen. HKA anziehen. Das ist diese Rüstung. Mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren. Dann 3 Tau überprüfen, lebt noch jemand. Und ganz zum Schluss dann Tunnel nach Pi öffnen, um die Arche zu starten. Na gut, haben wir die Catherine schon? Ja, die müsste ich schon haben. Dann verlassen wir mal diesen heimeligen Raum. Hier werden wir nochmal gescannt. Von wem auch immer. Eieiei. Sieht schon mal recht unheimlich aus. Da ist ein Toter. Der Raum ist zu. Ich hab's befürchtet. Wir sind hier nicht alleine. Und da vorne ist auch schon mal was rausgekommen, so wie es aussieht. Hier haben wir wieder eine Fensterscheibe, die eingeworfen werden kann. Das versuchen wir gleich mal. Ging das nochmal mit dem Werfen? Das funktioniert nicht, das soll zu leicht. Das anscheinend auch. Ich brauche irgendwas Schwereres. Scheiße, geht auch nicht.
Da sind wieder wenig beneidenswerte Restexistenzen. Gott, was ist denn aus dem Kopf geworden? Verdammt, das geht nicht. Kriege ich nicht auf im Moment. Was haben wir hier? Einen Aufzug. Und eine Treppe, beides wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Storm! Ryan, where are you? I got it ahead. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip in the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just have to be a hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. It's missing a chip or something. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Die sind wohl auch schon verfolgt worden, ne? Security Checkpoint, Mainlift, da sind wir aber gerade. Ja, ich brauche irgendwas Schweres, um dieses blöde Fenster einzuwerfen. Nutzlast. Kommen wir nicht rein. Sieht ganz nach einer Seilbahn aus oder sowas, ne? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Survival of the fittest. Eine ziemlich üble Sache, ne? Die so zurückgeht auf die Evolutionslehre. Aber falsch interpretiert wurde, meiner Meinung nach. Sure, the Ark makes it. Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Mama. Ich glaube, er hat mich. Scheiße. Scheiße, scheiße, ich komme nicht mehr weg. Ja, er hat mich. Da kam ich nicht mehr raus. Verdammt. Wo bin ich denn jetzt? Scheiße, ich brauche Heilung. Ich brauche dringend Heilung. Wo ist Heilung?
da ist Heilung, da ist Heilung, da ist Heilung. Ja, mir geht's fast genauso wie euch. Scheiße, ich brauche irgendwas Schweres. Nein, jetzt kommt das Vieh schon wieder. Ich glaube, es ist direkt hinter der Jalousie. Nein, bleib draußen! Bitte geh wieder raus! Nein! Aus. Nein, das ist eine Sackgasse. Hier sind wir ja, glaube ich, hergekommen, ne? Ja. Hier sind wir hergekommen. Verdammt, ich brauche irgendwas Schweres. Scheiße. Scheiße, scheiße. Funktioniert alles nicht, verdammt! Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da unbedingt rein muss. Was haben wir hier? Plastikkanister. Himmel. Ich möchte hier nicht sein. Was haben wir hier? Akers, 16. Januar 2104. Terry Akers, Alter 66, Geschlecht männlich. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe. Und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturgel verstopft. Uah. Sollte er jemals aus dem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Ließ mich über Harts absurde Geschichte über die Geschehnisse bei Lambda nachdenken. Könnte es tatsächlich sein, dass die Bau irgendwie zur Veränderung und zum Neuaufbau des menschlichen... Aha. Er konnte nichts zu Ende schreiben.
Vanessa Hart, 28, Geschlecht weiblich. Angesichts der Umstände scheint Hart in guter Verfassung zu sein. Der lange Weg hat nur zu Prellungen und Unterkühlung geführt. Die Bestätigung ihrer Geschichte ist schwierig, dass ansonsten niemand zurückgekehrt ist. Chan. Catherine Chan, Alter 37, weiblich. Wie gewöhnlich ist Chan still und stark bemüht, Augenkontakt zu vermeiden. Sie möchte nicht hier sein, Strohmeier aber besteht auf einer weiteren Evaluierung. Chan ist nicht störrisch oder unehrlich, aber sie spricht nur, wenn es nicht vermieden werden kann. Sie hat generell Schwierigkeiten, mit anderen zu kommunizieren, besonders mit Ärzten. Catherine Chan hat einen schwachen Charakter und ist daher das perfekte Opfer dafür, von anderen dominiert und herumgeschubst zu werden. Sie ist ein verängstigtes Mäuslein, das sich nicht aufregen möchte. Also schweigen wir uns etwas vor und lassen die Zeit verstreichen. Aha. Ja, die gute Catherine, ne, die hat es schon gut gemeint. Konrad ist tot. Konrad, Alter 41, männlich. Konrad ist tot. Nach dem Archeneuroscan kochte er sich sein Gehirn mit einem WRM-Maser zu Brei. Eindeutig ein weiterer Kontinuitätsenthusiast, der sich das Leben nahm, um sich einen Platz auf der Arche zu sichern. Das Monster kommt wieder. Scheiße. Ja, hier kann ich mich nicht verstecken. Wenn es hier reinkommt, dann war es das. Unter dem Tisch kriechen geht nicht. Was haben wir denn hier? Geht. Nein! Oh, ist das eklig. Steht es hier vorne? Nee. Oh, ist das eklig. Terry Akers, Chief Factor at Delta, first assessment. Brought in today, January 16th, 2104. Reportedly found in his diver suit, unconscious, in the water. Akers has clearly been consuming large amounts of starch gel for weeks, probably. It's difficult to tell how this has affected his health beyond the obvious complications. And if it somehow caused him to gouge out his eyes. Small amounts of gel have always been considered perfectly safe to handle, but I can't recall ever hearing about any recommendations on how to treat overexposure. Considering its properties, I doubt it's poisonous, but the more transformative aspects of the ferrocure makes me think that malign submutations are to be expected. I think I will need to consult Dr. Eames at Omicron about this. Ja, hier hat anscheinend der Akers gelegen, ne? Da kommt er schon wieder. Scheiße, ich muss irgendwas Schweres finden. Hier gibt's irgendwie nichts. Was haben wir denn hier? Und da kriecht wieder irgendwas rum. Verdammt, gibt es hier denn nicht irgendwie mal einen Feuerlöscher oder sowas?
Das war der Raum von dem Strohmeier. I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like shaking arrows? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Oz. I'll be back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle, we'll be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. You see the shuttle? Ah, das war der brennenden Wanne, ne? Was haben wir hier? Ah, eine Personalliste. Was ist mit den durchgestrichenen? Keine Ahnung. Ach, da oben sind wir anscheinend. Checkliste Arche, Projekt Überleben, Personal an Selbstmord hindern, C und das Team losschicken, Personal beschützen, den Rest vom Armageddon genießen. Ui, da hatte jemand Galgenhumor. Nein, da kommt er schon wieder. Scheiße. Da ist er. Nein, ich guck nicht hin. Ganz ruhig verhalten, dann kann er mich eigentlich nicht hören. Was haben wir denn hier? Türverriegelung außer Kraft setzen. Schlüsselkontrolle, Sicherheitsmeldung. Ah, ich riskier's mal. Systemfehler, Schlosssperre aktiv, verbleibende Ressourcen 0%. Aha. Hab ich jetzt den Raum zugemacht? Ja, habe ich. Das ist praktisch, wenn das Vieh kommt, bin ich wenigstens sicher, ne? So, drei Räume kann ich hier beeinflussen. Medizinisches Labor, das ist direkt hier neben. Omega Management, das ist ein ziemlich großer Raum. Moment, was ist denn hier direkt daneben? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Nee, ich kann alle Räume hier machen, ne? Theoretisch müsste ich das Monster sogar einschließen können.
müsste mal gucken, was hier für, was das für ein Raum ist, der hier direkt daneben ist. Ich kann auch alles hier verschließen. Ja. Ist jetzt nur die Frage, was mir das bringt, ne? Schlüsselkontrolle, kein Chip eingesetzt. Sicherheitsmeldungen. Alarmzentrale beschädigt, Alarmkonferenzraum beschädigt, Alarmshuttle-Station beschädigt, Alarmgemeinschaftsraum beschädigt, Alarmmaschinenhangar. Ein riesiges Strukturgel-Leck hat dazu geführt, dass die Bau die Kontrolle über das Dunbed übernommen hat. Ja, das haben wir ja gesehen. Er zwang eine Quarantäne zur Vermeidung einer Situationsverschlimmerung. Noch eine entsprechende Maschine ist das Letzte, was wir brauchen. Ja. Ja, es müsste ich wissen, welcher Raum das war mit der kaputten Scheibe. Dann könnte ich den ja hier aufsperren. Medizinisches Labor. Ach, das war der Raum, wo ich eben drin war, ne? Wo die Liege drin stand. Konferenzraum. Untersuchungsraum. Hier könnte auch dieser Raum gewesen sein. Ich vermute mal, dass das dieser Raum hier war, wo die kaputte Scheibe war. Arztbüro, war ich da überhaupt schon drin? Geschosshülse. Ich möchte hier eigentlich gar nicht mehr raus, beziehungsweise die Tür aufmachen. Ideal wäre, wenn ich es einsperren könnte, ne? Aber dazu müsste ich wissen, ob es sich gerade in einem Raum befindet. Und da habe ich keine Möglichkeit zu, um das zu kontrollieren. Na gut, ich kann nicht ewig hier bleiben. Dann sperre ich mal wieder auf. Scheiße, scheiße. Nein. Bitte mach keinen Krach. Wo sind wir denn hier? Aha.
hängende Köpfe. Ah ja, hier ist der Raum. Mal sehen, ob der jetzt offen ist. Nee, das ist der Raum. Doch nicht. Hier, hier ist er. Der ist tatsächlich jetzt offen. Kann ich mir das sparen mit dem... Oh Gott. Das ist doch der Van, oder? Tatsächlich, brennt ein Van. Sorry about before, Brandon. Sorry we couldn't let you rest in peace. Ja, jetzt haben wir seinen toten Körper gefunden. Da hat er sich umgebracht. Critical System Failure. Hier kann man nichts machen. Scheiße, scheiße. Schnell weg. Ah, hier geht's nicht weiter. Ich habe alles abgesperrt. Sackgasse. Schnell abschließen. Ich habe jetzt einen Chip gefunden. Vielleicht kann ich ja jetzt irgendwas machen. Schreck mich doch nicht so. Da draußen ist es. Ah ja, hier muss ich das einfügen, ne? So, Schlüsselkontrolle. Fehlercode abgelaufen, bitte aktualisieren. Ich hoffe mal, dass der jetzt hier nicht rein kann. Verbindungschip aktualisiert, Chip einsatzbereit. Aha.
So, ich vermute mal, dass es in der Mitte hier der Aufzug ist, wo ich hin muss. Und ich bin hier oben. Das heißt, wenn ich gleich hier rausgehe. Dann werde ich... Oh oh. Wenn die Tür jetzt auf gewesen wäre, dann hätte es mich garantiert gehabt. So, es scheint weg zu sein. Nee, von wegen. Mann, ich komme hier nicht mehr raus. Das Mistvieh versucht hier reinzukommen. Zum Glück geht das nicht. Mal gucken. Ich muss auf jeden Fall neben dem Zimmer durch den langen Gang gehen. Hier war, glaube ich, eine Sackgasse, also muss ich da hinten lang, wenn ich mich nicht irre. So, der scheint weg zu sein, also mache ich mal schnell auf. Verdammt, ich komme hier nicht mehr weg. Wo bist du, Mistvieh? Genau, Security Checkpoint, da sind wir. Also durch den langen Gang ganz runter. Und dann links rum, dann müsste ich am Lift sein. Da ist er. Ah, ist der eklig. Komm, ich muss hier raus. Ich kann nicht ewig hier bleiben.
Nein, jetzt kommt er schon wieder. Ist genau da, wo ich hin muss. Habe ich ihn jetzt eingesperrt? Kann das sein? Ich sehe ihn nicht mehr. Könnte es sein, dass ich ihn eingesperrt habe? Er kommt nicht mehr. Trau dem Frieden nicht. Er kommt auf jeden Fall nicht mehr, ne? Mann, ich traue mich nicht. Aber ich muss hier raus. Ich riskiere es jetzt. Thank you.
ich komme hier nicht mehr weg. Yo, Akers. Ich muss sehen, dass ich hier wegkomme. Scheiße, Sackgasse. Nein, 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 nein. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Verdammt. Da ist eine Sackgasse. Scheiße, ich komme hier nie wieder weg. Dieses verdammte Mistvieh. Ach man, Kinders. Ich komme noch an dem nie und nimmer vorbei. Jedes Mal, wenn ich gehen will, dann kommt er wieder. Mann, das ist doch nicht normal. Ist genau da, wo ich lang muss.
Wo ist der blöde Aufzug? Da war der Raum mit dem Van. Nein. Ja gut, ich werde an der Stelle mal einen Cut machen. Es sind schon 50 Minuten vorbei. Es geht aber dann gleich weiter im nächsten Video. Das heißt, ich werde keine Pause machen. Ich mache hier nur mal einen kurzen Cut. Ich sage einfach mal Tschüss, gehabt euch wohl und bis zur nächsten Folge.